Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2 in der Test-Work-Version-Beta-Phase. Leider nur bis 11 Uhr und es hat um 8 Uhr angefangen, aber ich fange nicht um 8 Uhr an zu spielen, das geht nicht. Jetzt muss ich erstmal mir wieder so ein Ding da zurechtlegen. Das war ganz schön heftig, dieser Boss. Ich glaube, das wird ganz schön heftig, das Spiel. Jetzt lege ich mir erstmal wieder so ein Ding. Ich könnte eigentlich zurückgehen und meine Waffe aufwerten, aber es ist alles nix. Ich habe auch nichts Gescheites an Waffen. Wo waren das jetzt wieder? Hier. Ja, mal gucken. Habe ich noch was anderes an Waffen? Nee, nur dieses Riesenschwert da. Und diesen Ring. Ich hätte aber einen Mehrringe gehabt schon. Oh, ich bin schon gerufen worden. Naja, gut. Dann halt nicht ins Menü. Dann halt so wie gehabt. Jetzt habe ich gleich wieder ein bisschen weniger Lebensenergie. Das haben wir jetzt schon gesehen. Und ich... Oh, ich höre da schon was. Das ist nicht fair. Bei mir ladet es schon. Ich höre da die... Oder ist das immer die Lademusik? Ja, er rennt da schon voran. Ja, ist gut. Ich weiß es jetzt. Die sind da schon am Alarm machen. Oh, da hinten. Die gehen da auch über die Brücke. Ja, manche haben da schon ein bisschen mehr Power, sehe ich gerade mit ihren Waffen. Der ist so ein Zweihänder, oder? Kann das sein? Ja. Ja, da waren wir schon mal. Das wird heftig. Das wird heftig. Kein Zauberer diesmal dabei. Oh, die kommen... Ja, ihr seid ein bisschen zu früh zuvor gegangen, Kollegen. Ja, ist auch schnell. Ja, ich müsste einfach mal ein Level up machen. Das wäre eigentlich gut. Und das Gute ist, dass auch die Phantome da das gleiche kriegen anscheinend wie der Rufer. Jetzt geht's wieder über diese blöde Brücke und dieser Schriftzug irritiert mich total. Denn ich sehe diese Abstürze nicht, diese Löcher. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt abstürze. Oh. Es ist wirklich nicht ohne. Es sieht zwar einfach aus über die Brücke jetzt, aber ausgerechnet diese Stelle nehmen die wieder. Das ist so bockschwer, ich weiß auch nicht, wo die hingegangen sind, die Jungs. Ah, genau. Also schon mal die Hälfte. Jetzt könnte es mal wieder ausgeblendet werden, das wäre nett. Ja, dankeschön. Ah, ich nehme mich erwischt. Also wenn am Boden liegt, kann man nichts mehr machen. Sobald er aufsteht, ich sehe da nichts. Doch, ich müsste unbedingt, ich müsste echt mal... Ich kriege keine Punkte dazu, oder? Ja, das wird schwer. Das wird schwer. Normales Video. Hat man eben schon gesehen. Nee, hat er weggedrückt. Oh oh. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Doch. Ich lebe ja noch. Aber nicht mehr lange. Jetzt hat's... Oh nee, da war ja noch ein Skeletto. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen Leben sehen. Das geht echt nicht schnell. Also ich muss schon sagen, da versage ich jetzt total.
Ich wollte mir gerade einen Drink genehmigen. Ich finde ihn aber nicht. Ich habe zu viel in dieser blöden Leiste da. Ich klicke da zu viel durch. Dabei muss ich nur auf das kleine Fensterchen gucken. Dann sehe ich nämlich, was als nächstes kommt. Und ich drücke aus Versehen immer zu schnell und dann zu weit. Und dann muss ich wieder durchklicken. Ich habe da definitiv zu wenig drauf. Auf dieser Leiste. So. Jetzt bin ich da wieder. Ein Vorteil hat es natürlich schon. Hier, dieses kleine Pünktchen da, dieses kleine Fensterchen da, das sieht man eigentlich, was als nächstes kommt. Das ist zum Beispiel das Rufsymbol, ja. Und jetzt kommen die Estos. Und dann kommen diese Live-Gen oder was auch immer das sein mag. Ich werde schon gerufen, das geht aber flott hier. Ja, gut, gut so. Hätte mich trotzdem gerne noch ein bisschen aufgewertet, aber naja. Vielleicht kommt ja nochmal eine Beta-Version. Es wäre cool. Wäre echt cool. Also habe ich wenigstens zwei Parts nochmal von dem zweiten Teil zusammenbekommen. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Also mir gefällt es gut. Es ist schwer. Aber irgendwie ist das dann alles ein bisschen anders mit den Hits und so. Man merkt schon irgendwie alles ein bisschen anders. Man sieht ja auch, der Backstab ist total anders. Das ist ein bisschen komisch gemacht, finde ich. Weil es sieht irgendwie, keine Ahnung, ist schwer zu erklären, als ob er in die Luftschläge macht oder sonst irgendwas. Ja, okay, ich bin gerufen worden. Irgendwas mit Leder? Oder ist auch schon ein bisschen angeschlagen? Oh, noch einer. Ja, zwei. Ja, alle zwei auf mich, genau. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Oh, nein! Nein! Oh. Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich bin zu ungestüm. Eindeutig bin ich zu ungestüm. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ein Schlag und ich bin tot. Dabei wollte ich einfach nur einen Backstep machen. Einfach zu ungestüm. Das ist das, was man Dark Souls nicht machen darf. Man muss bedacht vorgehen. Man darf nicht wild drauf losschlagen. Denn sonst passiert das hier. You die. Mhm. Ja, aufleveln ist jetzt auch blöd, ne? Weil ich nicht mehr weiß, weil den ganzen dunklen Weg da. Ja, stimmt. Das kann ich gar nicht. Ich habe kein Leuchtfeuer gefunden. Irgendwo war mal ein Leuchtfeuer, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Und deshalb muss ich das so machen. Was habe ich denn da noch so alles? System? Message? Status? Was sind die Items? Da haben wir noch einen Zweihänder, okay. Den habe ich auch noch gefunden, stimmt. Ist alles noch da, also wie es war vor dem ersten Beta-Test, ist alles noch da jetzt. Also wurde doch tatsächlich gespeichert. Ich habe zwar gehofft, dass es nicht so ist, weil die großen dicken Dinger, aber irgendwie sind die doch nicht so schwer. Wenn man bedacht vorgeht, wenn man weiß wie, dann sind die nicht so schwer. Nur wenn sie zu zweit sind, dann kann es ein Problem geben. So wie bei mir jetzt gerade. Aber da war er nur noch alleine. Ich bin zu ungestüm vorgegangen. Hat aber lange gedauert, bis das geht. Okay, das war eine neue Geste. Ich wollte eigentlich das Schulterzucken machen, aber irgendwie... Ist die Frage jetzt, wo geht's hin? Ich höre ihn schon wieder. Hier, oder? Ja. Oh, ist der schnell. Hilfe, Hilfe. Ey, das ist nicht normal, oder? Ja, ich stehe in der Mauer. Toll.
Wieso ist denn der auf einmal so schnell? Ich bin nicht mehr weggekommen, weil ich mich an der Mauer festgepackt habe. Ach, ich bin ja so gut. Hey, der neue Mensch. Das ist nicht schön. Überhaupt nicht schön. Kann ich nochmal von vorne anfangen da, an der Brücke? Na gut, lass ich mich halt wieder rufen. Meine Herren. So langsam komme ich in die Aufregphase, glaube ich. Ja. So langsam komme ich in die Aufregphase. Das Schild bringt gar nichts. Ein Treffer von dem Ding ist deine ganze Kondition weg. Und noch ein Treffer, bist du tot. Ja, die machen richtig heftig Damage. Ja, gucke ich mal, ob ich... Jetzt gehe ich mal nochmal ins Menü. Falsche Baustelle. Ah, ja, brauche ich nicht. Da wäre schon wieder gerufen. Das geht schnell. Ach ja, ach ja. Das ist aber blöd mit der Kondition, ne? Ich müsste echt mal ein bisschen leveln. Aber wenn ich kein Leuchtfeuer finde, kann ich auch nichts leveln. Würde ich gerne machen. Gerne, gerne, gerne. Aber, naja. Das ist aber ein anderer, der mich da gerufen hat. Aufpassen, dass ich mich da nicht so festpacke an der Mauer. Bin der hin? Ah, der geht gleich diesen Weg. Ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Oh, der macht aber wenig Schaden. Ich hörte noch was. Ist der jetzt tot oder ist er nicht tot? Nee, ist nicht tot. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, diese Backstep. Das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Jetzt sind wir nur zu zweit. Ist der wahnsinnig? Ja, oder mutig? Oder beides? Mutig, wahnsinnig. Wahnsinnig mutig. So, ja, gut, okay. Alles klar. Jetzt kommen wir diese beknackte Brücke. Irgendwie habe ich immer so einen Rechtstrall. Ich weiß gar nicht warum. Ja, wie das? Sie kommen so schlecht. Irgendwie voll der Rechtstrall. Ich glaube, man kann nicht bei Dark Souls rennen. Kann das sein? Oder es hat noch keiner gefunden. Oder es funktioniert im Moment nicht. Oh nee, oder? Der ist gleich da beim Endboss. Dann kann ich gleich mal wieder sterben. Dann geht es langsam in die Frustphase. Und die Skelette, die sind heftig. Jetzt kommt der Wagen schon wieder. Lass mich doch rein da, lass mich doch rein. Du Pfosten, hey, echt. Lässt mich da nicht rein. Na gut, der wird auch gleich sterben. Habe ich das Gefühl. Warum sehe denn ich keine Zeichen? Ich würde auch gerne mal bei mir weitermachen. Warum sehe ich keine Zeichen bei mir? Das ist die Frage. Und die Frage ist berechtigt, oder? Ich werde auch schnell gerufen. Flott, flott. Gleich wieder hinmachen. Diesmal lässt du mich aber rein, hey Kollege, wenn du mich rufst. Die Gesten sind alle nicht so... Was soll ich sagen? So gut sichtbar, oder? Ah, doch, von vorne sieht man es. Okay. Ja, Angeber. Da noch winken und nach vorne zeigen. Ja, kann ich jetzt mal ins Menü vielleicht mal gehen, gucken, was ich da... Nein, kann ich nicht. Also ich muss, wenn ich gerufen werden will, muss ich in mein Menü gehen, dann werde ich sofort gerufen. Okay, gut zu wissen. Also kommst du mir jetzt vor langsam. Ja, noch ein, zwei Mal und ich bin mittendrin in der Aufregphase. Und weiter in der Frustphase. Das kommt auch noch. Aber ich glaube, so lange läuft die Beta nicht mehr.
Das heißt, wenn ich jetzt noch mal so schnell sterbe wie jetzt die letzten zwei Mal, dann wohl schon. So, aber jetzt, ja, Attacke. Ja, gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie die Sprungangriffe gehen. Habe ich alles vergessen schon wieder. Das gibt's gar nicht. Ja, der macht das richtig. Ran und weg. Ran und weg. Okay. 7400 Points erzählen. Da müssten wir eigentlich direkt wirklich aufsteigen. Naja, gut, aber... Was, es hilft ja nichts. Ich finde keinen... Ich weiß nicht mehr, wo das Leuchtfeuer war. Der geht ja auch gleich wieder da hoch. Mensch, das ist nix. Das ist nix für mich. Für meine schwachen Nerven da hochgehen. Lieber mal ein anderer Weg. Da war doch noch ein anderes Nebeltor. Ne? Gab es noch einen anderen Boss? Diesen komischen Geistern da. Ja, da. Oh oh, der Rufer ist tot. Oder? Ach ja. Oh, der hat aber viel gehabt diesmal. Wo läuft denn der hin? Geht er da runter? Wir sind jetzt aufgeweckt. Okay. Das war wieder nicht so viel. Gibt es da noch einen anderen Weg? Oder wollen wir bloß ein Item holen? Ja, ich glaube, wir wollen ein Item holen. Ich dachte, da gibt es nochmal einen anderen Weg. Ah, jetzt geht er da wieder rein bestimmt. Ich mag es nicht. Ich mag da eigentlich nicht rein, weil ich sofort wieder sterben werde. Ich weiß es. Ich werde sofort wieder sterben. Oh, oh. Ah, oh, nee, oder? Es hat mich so einer umgelegt. Das kann doch nicht sein, weil ich keine Kondition habe. Das ist das. Es geht echt nichts über Kondition. Ich würde ja so gerne aufleveln. Wirklich. Aber ich finde kein Dingensbummens da. Ja. Leuchtfeuer. Jetzt habe ich es. Alter Schwede, ich versage ganz schön. Wenn man das Spiel nicht kennt, dann wird es doch ein bisschen schwieriger. Obwohl man die Vorversion alle gespielt hat. Dann ist es nicht so einfach. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier irgendwo gehabt habe, das Leuchtfeuer. Dann kann ich hier nämlich irgendwo aufleveln. Ich höre es doch. Da. Ja, jetzt... Ach so, ich weiß gar nicht, was Kondition ist, ne? Das ist die Frage. Das hier, glaube ich, könnte es Kondition sein, oder? Ja, sieht so aus. Kann ich noch? Noch eins kann ich. Eins kann ich noch. Ja, ich müsste mal da Stärke vielleicht mal was machen. Oder Geschicklichkeit. Ein Punkt mehr Schaden, das ist natürlich eine ganze Menge, ne? Wie sieht es mit der Lebenskondition aus? Bringt gar nichts mehr. Und das? Bringt noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Okay, machen wir das so. Yes.
Yes. So, kann ich jetzt diese Waffen auch noch aufwerten? Nee, ich kann gar nichts aufwerten. Wieso kann ich nichts aufwerten? Ich würde gerne meine Waffe... Achso, es geht gar nicht, ne? Ich habe eine Fackel. Ich habe eine Fackel. Wieso weiß ich das erst jetzt, dass ich eine Fackel habe? Ich habe eine Fackel. Na super. Danke. Wieso weiß ich das erst jetzt? Ich habe eine Fackel? Habe ich die fallen lassen? Ich habe gar kein Schild mehr. Habe ich kein Schild mehr. Ich will mein Schild wieder haben. Hilfe. Warum habe ich kein Schild? Muss ich das wieder ausrichten? Ich habe noch 750 Points. Ja. Cool. Bringt mir aber jetzt nichts. Ich muss nämlich mein Schild möchte ich wieder ausrüsten. Ist doch ausgerüstet. Was will ich denn? Okay. Okay. Steuerkreuz. Ja, direkt da davor vom Leuchtfeuer. Das ist nett. Och Gott. Komm, lass mich mal ran da. Okay. War ich schon immer mit einem Backstep tot? Au, ja. Jetzt habe ich ja die Dicken wieder, ne? Vor mir. Kann das sein? Ich leg mal da mein Leuchtzeichen hin. Ich glaube, die Beta-Phase ist auch bald zu Ende. Letztes Mal haben sie auch relativ pünktlich ab... Na gut, okay, ein paar Minuten haben sie überzogen, aber da war doch schon relativ pünktlich, wo sie abgeschaltet haben, die Server wieder. Und diesmal soll es auch nur bis 11 Uhr gehen. Das heißt... Ja, das heißt, dass es bald vorbei ist mit der Beta-Phase. Und dann bin ich mal gespannt, ob vielleicht nochmal eine kommt. Ist wieder weggegangen. Wieso? Warum? Nein, 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 nein. Alter, du bist ganz schön fit, hey. Ja, genau. Ist auch so lecker noch. Na, dankeschön auch. Da kann ich auch kämpfen. Wenn ich so einen Dicken noch im Nacken hab. Dann kann ich da auch kämpfen. Als Phantom. Naja. Wenn es ein anständiger Feier gewesen wäre, hätte er gewartet. Ja, dann hätte er gewartet, bis der Dicke platt wäre. Und dann hätte er angegriffen. So macht man das wirklich. So, das ist fair. Aber so kann ja jedes Baby... Jedes Baby kann das so machen. Jetzt sind natürlich meine Seelen weg, aber ich habe eh nicht mehr so viel gehabt. Gott sei Dank habe ich ein bisschen gelevelt. Das ist nochmal so ein Freak. Jetzt habe ich aber wieder ein bisschen Lebensenergie verloren. Boah, das ist lauter Rode. Was soll denn das? Da hinten liegen meine Seelen. Oh, oh. Nein, Hilfe, Hilfe. Ich kriege die nicht eingeloggt.
kriege ich den da vorne nicht. Doch, jetzt geht's wieder. Weg, weg. Du hast keine Kondition mehr, Kollege. Okay. Also es verschwindet eh wieder, wenn ich zu weit weggehe. Da leuchten meine Seelen. Habe jetzt beide angelockt, das ist schlecht. Ja, also mit den Showtails da macht er ordentlich Damage. Na, hau doch zu. Ich werde gerade gerufen. Ey, ich hoffe, ich ich wache jetzt tot bei dem auf, ja. Ich kriege noch eine verbrezelt mit. Dann wache ich tot beim Rufer auf. Das wär's, oder? Naja, gut, ich bin mal gespannt. Also die Busse sind schon nicht ohne. Hat er die schon platt gemacht, die Dicken? Sieht so aus, ne? Nee. Hat er noch nicht platt gemacht. Wo geht denn der hin? So habe ich jetzt die Fackel nicht mehr. Habe ich wieder abgewählt. Oh, es ist schon vorbei. 4 Minuten zu früh. Das ist aber schade. Das ist aber wirklich schade. 4 Minuten zu früh. Festgepackt. Hilfe, aber ich jetzt auch gleich. Boah, hat er mir noch eine mitgegeben? Alter Schwede, tatsächlich. Keinen Hut mehr. Ist gleich fertig, das war jetzt die Vorwarnung wahrscheinlich. Ich bin tot? Was? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ey, es sieht ja mal, man stirbt echt so schnell kann man gar nicht gucken. So schnell kann man nicht gucken, bis man tot. Es darf nicht wahr sein. Ich dachte, der ist tot. Hä? Naja, gut. Ja, es ist nicht... Oh nein, Hilfe! Wieso? Das ist ja fies gemacht, hey. Genau so habe ich es mir vorgestellt.
So, jetzt nehme ich mal dran. Oh, kein Backstep. Nein! Noch immer. Ganze Kondition weg. Dieser scheiß Baum steht mir jetzt im Weg. Für den Backstep. Meine Herren, na komm mal her. Jetzt aber. Wieso nicht? Krieg diesen scheiß Backstep nicht hin. Jetzt dreht er sich andersrum, der Vogel. Oh weia. Das war wieder zu ungestüm. Ey, was ich hier sterbe in dieser Beta-Testphase, das ist abnormal. Aber es ist doch ganz schön fies, oder? Ihr werdet gerufen und ihr wacht an eurem Punkt wieder auf und direkt vorne dran steht ein Dicker und holt aus und macht euch platt. Meine Herren. Oh nee, das wollte ich doch gar nicht. Naja gut, okay, so ist es halt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es da weiterging. Hier, glaube ich. Da liegen sie doch schon, meine Seelen. Ey, wieso? Ich hab... Wieso? Wie macht denn der das? Hör mal auf da mit dem Feuer. Oh, die kennen wir auch noch, diese wilde Geste. Gibt's doch gar nicht. Jetzt versage ich ja total. Meine Sachen wieder zurück. Ich weiß nicht, verliert man jetzt nur seine Menschlichkeit, seine Seelen oder auch seine komplette Menschlichkeit? Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen mehr Lebensenergie verloren. Man merkt schon, jetzt ist es ungefähr so viel, als wenn ich als Phantom gerufen werde. Jetzt kommt der schon wieder da. Eieiei. Boah, der ist so schnell. Weg, 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 schnell, weg. Jetzt hängen schon wieder fest. Weg. Hilfe, ich hänge schon wieder fest. Jetzt eigentlich meinen einen Rücken verbrezeln. Ich komme nicht weg. Ah, Mann, 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 Mann. Nein, jetzt habe ich mich verirren lassen. Endlich. Ist aber nicht viel Schaden. Wieso mach ich nicht so viel Schaden? Hat mich ja wieder getroffen. Ich dachte, ich mache viel mehr Schaden. Also bei dem anderen habe ich viel mehr Schaden gemacht. 610 gibt das. Zwei live gehen. Ja, wo sind die? Ach, wieder durchblättert. Ich vergesse immer auf das kleine Bildchen, auf das kleine Kästchen zu gucken. Dann weiß ich nicht, was danach kommt. Jetzt kommt das live gehen. Bin gespannt, ob das jetzt was bringt bis... Ja, langt, oder? Nee, doch, langt. Okay. Also, ich denke, die werden den Server gleich abschalten. Ich versuche mich nochmal zu rufen zu lassen, aber ich glaube, das bringt nichts mehr. Das sind ja noch ein paar Items. Ich dachte, ich habe hier alles. Nee, ich bin ja gar nicht so weit gekommen, ne? Weil da so dicke waren. Stimmt. Es wird auf jeden Fall gespeichert, was? Und dann, glaube ich, werden die Server gleich abgeschaltet. Oh, ja. Also, es geht schon mal nicht mehr. Es
gibt's einen Error. Man kann sich nicht mehr rufen lassen. Aber ist schon komisch, warum habe ich denn keinen... Oh, okay. Ja, Freunde von Dark Souls. Das soll es gewesen sein. Die Testphase ist rum, die zweite. Leider fängt die so früh an, sonst hätte man viel mehr machen können. Ich habe jetzt richtig Lust drauf, richtig Bock drauf. Aber um 8 Uhr morgens, da kann ich nicht spielen. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben oder meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, es kommt nochmal so eine Testphase von Dark Souls 2. Da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass ich wieder dabei sein darf. Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag, denn wir haben jetzt gerade Sonntag. Ja, ich weiß, wenn ihr es anguckt morgen, dann haben wir keinen Sonntag mehr. Dann wünsche ich euch eben einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen guten Morgen, was auch immer, was ihr gerade macht und wann ihr das Video gerade anschaut. Gehabt euch wohl, tschüss, bye bye, winke winke, hier war Sunpinkol für euch, bye bye.